So, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fable Anniversary. Also, letztes Mal haben wir hier uns... Was haben wir jetzt das letzte Mal gemacht? Ah, ich glaube den Bogen geholt. Und jetzt können wir an sich halt zur Arena gehen, die ja direkt da vorne ist. Und ja, dann mal sehen, was so von uns zukommen wird. Wobei, wie viel Geld habe ich in... 6.811. Dann sollte ich hier vielleicht mal wieder unser Budget etwas aufpolieren. Weil da hinten gibt es gleich etwas, das ich gern kaufen würde. Hier oben sollte es, wenn ich mich richtig erinnere, auch relativ einfach sein, etwas Geld zu machen. Wenn nicht, müsste ich halt wieder nach Bowerstone, aber das wäre jetzt ein bisschen Umweg. Aber... Hühnerschreck! Tja dann, Hühnerschreck! Normalerweise sollte hier ein Geschäft sein. Aber scheint mal noch nicht so. Also muss ich wohl zurück nach Bowerstone und wieder Tränke hin und zurückkaufen. Hier. Ist jetzt ein bisschen nervig wegen dem Umweg in allem, aber ja. Also ja, ich will handeln. Alle abgekauft. Mit der Menge an Tränken, die ich habe, geht das sogar relativ schnell. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind es immer direkt schon 5000. Ja, fast. Werde ich dann mal schnell so auf 50.000 hochsetzen, denke ich mal. Dann sollten wir ganz gut wieder dabei sein. Später geht das halt ein bisschen einfacher, wenn wir Geschäfte haben, die Edelsteine in großer Menge verkaufen. Da hast du so 50.000 fast bei einem Mal, wenn du die Menge hier hast, aber kann man jetzt ja nichts machen. So, mache ich es noch ein, zweimal. So. Ihr habt den weißen Belverin getötet. Sollte dann ausreichen, hoffe ich mal. Weil da gibt es eben eine andere Plattenrüstung, die ich gern kaufen will. Und es kommt vom Preis, glaube ich, hin. Sehe ich hier mal gerade nach. Ja, ihr habt den weißen Belverin getötet. Müsst rund gehen. Arena ist genau das Richtige für euch. Also wollen wir mal zurück nach Nordwall Clade. Und auf zur Arena. Wenn ich Glück habe, bekomme ich die in dem Part sogar ganz fertig. Und joa. Viel anderes an Nebenquests haben wir ja nicht, außer vielleicht, was ich mal noch machen müsste, ist der Hühnertrittwettbewerb. Vielleicht dann danach.
Immerhin dürfte ich mittlerweile genug Stärke haben, dass das geht. So, da unten sind natürlich ein paar Gegner respawned. Hoffentlich nur keine von diesen Nymphen. Ja, es sind Nymphen, keine Feen, wie ich das letzte Mal gesagt habe. Aber nee, es sind nur Bellruine. Welche Kraft! So. Der ist erledigt. Natürlich muss ich den nicht rammen, aber du bist auch fort. So. Und so ein Bellruine gibt halt direkt schon mal so 10. 200. 10 war der Kampfmultiplikator. So. Dann da hinten ist direkt schon jetzt die Arena, auf die wir dann auch mal zugreifen wollen. So. Hier ist der Eingang. Haben die echt keine Eintrittskarten mehr? Dann sind wir mal bereit und wollen uns die Arena mal ansehen. Geht zur Arena im Witchwood und nehmt am Wettkampf teil. Nee, lass mal lieber. So, und damit haben wir unsere Einweisung bekommen und wollen uns mal vorbereiten, weil ich habe vor, das in einem komplett durchzuziehen. Aber da wir jetzt hier sind, ein glänzender Kettenpanzerhelm. So, glänzendes Plattenbruststück. Glänzende Platten, Fechthandschuhe. Glänzende Plattenleggings und glänzende Plattenstiefel. Und mal sehen, haben sie das, was ich hoffe, dass sie es haben? Ein Meister Katana.
So. War gut, dass ich so viel Geld dafür ausgegeben habe. Die Arena ist genau das Richtige. So, dann wollen wir die Ausrüstung mal anlegen. Hier die glänzende Plattenpanzerung. Und als Hut der glänzende Plattenhelm. So, damit sind wir dann richtig gut ausgerüstet hierfür und haben noch eine Rüstung, die unsere, wie nenne ich, sage ich mal, Gutheit verbessert. Weil in Fable 1 gab es das ja noch, dass je nachdem, was für eine Rüstung man anhatte, das einen Einfluss darauf hat. Deswegen gibt es halt normale, helle und dunkle, so normalerweise. Aber jetzt mal warten, bis wir aufgerufen werden und uns etwas hier drin rumprügeln. Und genau deswegen sind wir auch hier. Also wollen wir uns mal in die Arena begeben und sehen, was auf uns zukommt. Ich bin immer bereit. Dann kommt mal her. Vor allem sind das ja noch die schwächsten Wespen überhaupt. Also kommt her. Haben wir hier schon mal etwas stärkere? 2, 1, los! Oh, schwarze. Das sind so ziemlich die stärksten Wespen, aber natürlich gegen den Meister Katana nicht unbedingt. So ein Kampf bringt 100 Gold ein. Die nächste Runde ist 500 Gold wert. Euer Preisgeld steht bisher bei 100 Gold. Möchtet ihr weiter zur nächsten Runde? Nächste Runde. Ach, dann kommt mal. Los!
und ich weiß auch genau, warum ich die ganzen Potions wieder zurückgekauft habe. Wenn ich nicht vorhabe, ein einziges Mal mich auszuruhen, werde ich die eindeutig brauchen. Erstmal einen Magier weghauen. Immerhin ist der so ein bisschen nervig. Und weg mit dir. 2, 1, los! Ja, das wird jetzt so ein bisschen scheiße. Die machen zwar nicht viel Schaden, aber wehren halt gut ab. Ihr seid jetzt bekannt genug, das Ausdrucksmittel Blutrauschschrei zu benutzen. Ihr habt den Status erreicht. War der noch schneller als ich? Das sind 500 Gold dazu. 600 Gold bisher verdient. Und es warten weitere 1000 in der nächsten Runde. Natürlich nehmen wir die an. Ballerina, dann wechsle ich doch mal wieder meine Waffe, weil auf meinem Meister-Langschwert habe ich ja die nette Silber-Verzauberung. Weil wenn ich die schon habe, kann ich sie auch benutzen gegen Ballerina und Untote. Und der ist auch erledigt. Ah, sie hat noch einen. Dachte zuerst durch das Leuchten der Verbesserung, dass ich noch einen starken Angriff drauf hätte, aber nein. Und hier ist mein Freund vom letzten Mal auch schon wieder. Aber es ist Geschichte. Ich kann natürlich nicht mit einem Held unseres Formats mithalten. Also, komm mal her. Ab in den Rücken. Und der ist damit auch erledigt. 2, 1, los! 2 Weiße, das wird lustig. Die
bereits erwähnt. Gut, dass ich die ganzen Heiltränke dabei habe. Aber ich sehe, die Zeit ist rum, also verabschiede ich mich gerade während dem Kampf und würde meinen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Fable Anniversary. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar und ein Like freuen. Wir sehen uns dann.